Bürgermeister Erwin Esser begrüßte die zahlreichen Gäste auf dem Neujahrsempfang der Stadt Wesseling des Jahres 2018. In seiner Ansprache gab er bekannt, dass die Gesamtmaßnahmen zur Neugestaltung des Bahnhofsumfelds und der Innenstadt nun vom Land grundsätzlich anerkannt wurden. Die Regierungspräsidentin Gisela Balzgen übergab der Stadt das sogenannte Gesamttestat, also die grundsätzliche Anerkennung der Wesselinger Planung Gesamtperspektive Innenstadt. Das heißt, eine Maßnahme, die mit 13,6 Millionen Euro dotiert ist. Ich habe die Hoffnung, dass ein Baubeginn im Herbst diesen Jahres möglich sein wird. Nach derzeitigem Planungsstand ist mit einer Bauzeit von etwa 16, 18 Monaten zu rechnen. Das heißt, mit einer Fertigstellung der Baumaßnahme, Neugestaltung des Bahnhofsplatzes mit oberirdischer Querung der L300 etwa bis Ende 2019, Anfang 2020 zu rechnen. Eine positive Bilanz konnte Bürgermeister Erwin Esser für den städtischen Haushalt 2018 ziehen. Es gibt keine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer. Es gibt keine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer. Es gibt keine Erhöhung der Entgelte für Abwasser, Abfall und Straßenreinigung. Und es gibt keine neuen Kredite trotz geplanter in 2018 geplanter Investitionen von 20,5 Millionen Euro. Der Bürgermeister berichtete über den aktuellen Stand im Planungsverfahren der Rheinbrücke. Es hat in den letzten Wochen lebhafte Diskussionen gegeben. In sozialen Medien wurde schon geschrieben, dass die Linienführung bereits entschieden sei. Die linksrheinische A555 werde über Urfeld mit der rechtsrheinischen A59 verbunden. Tatsache ist, der Landesbetrieb Straßenbau NRW ist entsprechend dem Beschluss des Bundestages mit der Planung der neuen Rheinspange betraut. Und diese Planung befindet sich derzeit noch am Anfang, ganz am Anfang. Wo die Autobahn genau verläuft oder wo sie anknüpft, ist noch unklar. Und ob es eine Brücke oder einen Tunnel geben, so wird ebenso. Fest steht zumindest, dass sowohl linksrheinisch als auch rechtsrheinisch eine Anschlussstelle an die Autobahn gebaut werden muss, dass wir eine solche Brücke brauchen, um ein funktionierendes Verkehrswegenetz zu unterstützen. Daher haben wir als Stadt, als Rat und Verwaltung mehrheitlich einen klaren Standpunkt. Wesseling ist für den Bau dieser Brücke, denn wir glauben, es ist wichtig für die Region, aber für uns ist eines auch ganz klar. Für uns kommt die Nordtangente mit Anschluss in Godorf in Betracht. Bürgermeister Erwin Esser verwies auf die neue Personenfähre Rheinschwan und die bevorstehende Sanierung des Gartenhallenbades. Eine weitere gute Nachricht ist, dass ein Schwan das Ambiente unseres Rheinufers nunmehr verschönert, denn seit Mitte Oktober verbindet die Personenfähre Rheinschwan die beiden Städte Wesseling und Niederkassel. Und Wesseling stellt mit dem Ehepaar Rainer und Herlin Weisbad aus Urfeld den neuen Fährbetreiber. In Niederkassel bei der Luxwerft wurde die neue Fähre gebaut. Also eine bessere kommunale Zusammenarbeit kann es eigentlich gar nicht geben. Ein auch großer Brocken steht uns im Gartenhallenbad bevor. Mit der Sanierung und Modernisierung wird im Sommer begonnen. Den Umbau des gesamten Eingangsbereiches haben wir vor, die Neugestaltung des gesamten Saunabereiches, einen barrierefreien Zugang zum Sauna- und Schwimmbadbereich durch den Einbau eines Aufzuges, die Erneuerung des gesamten Sanitärbereiches und neue Beleuchtungen und Beckenscheinwerfer, um nur einige Punkte zu nennen. Rund ein Jahr werden wir brauchen mit den Bauarbeiten. Die Kosten belaufen sich hier auf circa gerundet 7,8 Millionen Euro. Bürgermeister Erwin Esser stellte die bevorstehende Umsetzung des neuen Wohngebietes Rheintalquartier als einen wichtigen Baustein für die Attraktivierung der Wesselinger Innenstadt vor. Im Westringquartier oder Rheintalquartier, das im Bereich des Westring liegt, wird es dieses Jahr zu den ersten Erschließungen und der Realisierung, dem Realisierungsbeginn kommen. Vermutlich werden wir den Spatenstich noch im Frühjahr durchführen.
Der Bürgermeister kündigte zudem Maßnahmen zur Einrichtung weiterer Kindertagesstätten sowie zur Bereitstellung von Hotspots für kostenfreies WLAN in der Innenstadt an. Wir haben 24 Kindertageseinrichtungen in Wesseling. Derzeit der städtische Zuschuss zu den Betriebskosten all dieser Einrichtungen beläuft sich auf ca. 7,4 Millionen Euro im Jahr. Und dennoch brauchen wir weitere Einrichtungen. Noch in diesem Jahr wird mit dem Bau einer Kindertageseinrichtung im neuen Wohngebiet Eichholz begonnen. Sie wird 110 Plätze haben. Diese Kindertagesstätte baut für uns die GWG. Eine weitere neue Kindertagesstätte mit 70 Plätzen ist auch im Bereich der ehemaligen Schwimmbad- oder Freibadwiese des Gartenhallenbades vorgesehen. Beide Einrichtungen sollen dann von der Dernbacher Gruppe Katharina Kaspar via Nobis GmbH, einer Tochtergesellschaft, der Trägergesellschaft unseres Krankenhauses, betrieben werden. In der Fußgängerzone der Flachfänglerstraße, auf der gesamten Bahnhofstraße bis zur Kölnerstraße sowie auf Rothmannswiese und im Rheinsteg, am Rheinsteg und im Rheinpark werden bald alle Wesslingerinnen und Wesslinger sowie natürlich auch die Besucherinnen und Besucher unserer Stadt kostenfrei im WLAN surfen können. Im Frühjahr ist es dann soweit, an 12 Stellen werden wir in der Innenstadt und am Rhein sogenannte Hotspots installieren. Man kann sich dann kostenfrei einwählen und auch große Datenmengen wie Videos, Fotos, WhatsApp-Nachrichten etc. herunterladen. Kostenloses Surfen, glaube ich, ist eine wichtige Voraussetzung, um moderne technische Möglichkeiten zu nutzen und so auch den Aufenthalt für die Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt attraktiver zu gestalten.